Herzlich willkommen bei Firma 4 Passion. Mein Name ist Frank und ich möchte euch heute mal mein Auto vorstellen. Ist ein Ford Ranger, Baujahr 2008. Das ist ein Ford Ranger, wie gesagt 2008er Baujahr in XLT mit Lederausstattung. Hat 2,5 Liter Hubraum, ist ein Diesel, 143 PS, Allrad zuschaltbar, 1,5 Kabiner. Und wir haben uns dann die Kabine zugelegt, übrigens schon die dritte Kabine, die wir jetzt haben. Und fährt sich super. Die einzige Schwachstelle, die er hat, er ist eben sehr rostanfällig. Wir haben schon mehrmals Rostbehandlung gemacht mit Mike Sanders und das steht diesen Winter wieder an. Verbrauch minimal, ohne Kabine, ohne Hardtop, ohne Klappe hinten haben wir mal geschafft um die 8 Liter. Ansonsten mit Kabine im Schnitt so um die 12,5 Liter. Nach oben keine Grenze gesetzt, wir haben es auch schon geschafft. Hatten 70 Liter Tank und bei 350 Kilometer kam dann die gelbe Lampe. Auch das ist möglich. Gelände hervorragend, hat ein automatisches Hinterachsdifferential bis irgendwo, weiß ich nicht genau, 60-70%. Wir waren zweimal in Morgo, wir sind jetzt das zweite Mal in Tunesien. Wir waren in Albanien mit dem Auto, in Albanien damals mit einem neuen Fahrwerk. Wir haben ein OME, ein mittelschweres Fahrwerk eingebaut. Nachdem wir das erste Mal in Morgo waren, haben wir gemerkt, das Fahrwerk, das Originalfahrwerk vom Haus aus, reicht nicht aus. Und haben dann, wie gesagt, mittelschweres OME-Fahrwerk eingebaut und mit dem sind wir voll zufrieden. Sonst irgendwelche Reparaturen schon gehabt? Die Pumpe für dieses Lenkgetriebe, die haben wir als allererstes mal wechseln müssen und hatten letzten Winter massiv Probleme. Er sprang nicht an, ist auf der Autobahn im fünften Gang ausgegangen und war dann in der Werkstatt, hat sehr lange gedauert. Das Diagnosegerät hatte keine Fehler angezeigt und am Ende stellte sich raus, das Kommen-Rail-Rohr war defekt. Die erste Kabine, die wir hatten, war eine alte Tischer-Kabine. Die war vom Komfort her hervorragend, aber vom Gewicht her absolut inakzeptabel. Mit der Kabine waren wir einmal in Portugal und auf der Rückreise haben wir dann gesagt, also das Ding kommt sofort weg, haben wir sofort wieder verkauft. Haben dann eine alte Explorer gekauft und die Explorer-Kabine war hervorragend fürs Gelände geeignet, hatte aber einen Nachteil, hat keine Heizung drin, hat Zeltplane oben und da wir meistens nur im November, Dezember verreisen, wo es doch schon etwas kälter ist, haben wir uns letzten Winter überlegt, uns doch ein bisschen was anderes zuzulegen und haben uns mehrere Kabinen angeschaut, unter anderem auch eine X-Cup-Kabine, die auch wiederum Zeltbahn hat an der Seite, wenn man sie aufklappt. Haben dann auch eine Sandkorn angeschaut mit festen Wänden. Und am Ende ist dann die Geocar-Kabine übrig geblieben, für die wir uns nur entschieden haben. Ja, hier haben wir einen 60 Liter Wassertank. In der Mitte, zwischen den Rahmen, ist er befestigt. Vor der Achse, das ist ganz wichtig, dass das Gewicht nach vorne ist. Ansonsten haben wir ein paar Airline-Schienen, wo man ein bisschen was befestigen kann. Kanister haben wir noch mal mit dran, Kanisterhalterung. Wenn man in der Wüste ist, braucht man doch mal ein bisschen mehr. Wir haben einen normalen 70-Liter-Tank. Wir haben in den Dünen in Morgo haben wir verbraucht 25 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist schon gut, wenn man doch noch mal ein bisschen Reserve hat. Wir haben ein OME-Fahrwerk drin, ein mittelschweres. Es ist um 5 cm höher. Normalerweise fahre ich noch MT-Reifen, die dann noch mal 5 cm mehr bringen, sodass wir insgesamt dann auf 10 cm Höherlegung haben. Wir haben jetzt Luft abgelassen hier wegen Sandfahren. Ich fahre mit diesen Reifen so 1,2 bis 1,3 Atü. Im Extremfällen haben wir auch schon bis so 0,8 abgelassen. So, es gibt ja verschiedene Kabinen. Wir haben den Einstieg hinten. Wir haben es auch so gewählt, weil wir den Pickup noch privat nutzen für Holztransporte und so weiter, dass man die Kabine relativ zügig abbauen kann. Wir haben jetzt hier nochmal die Spanner zu sehen, wo man darauf achten muss, dass sie einigermaßen fest sind. Der Einstieg bei dieser Kabine ist relativ breit, das ist ein
Unikat. Das ist die erste Kabine von Geocar, die auch mit einer doppelten Treppe ausgestattet ist. Bis jetzt wurde immer nur eine Treppe eingebaut, wo man doch relativ bequem einsteigen kann, auch wenn man was in der Hand hat. So, wir haben hier unseren Sitzbereich. Wir haben hier noch einen Tisch, den man hier einhängen kann. Hier haben wir unsere zweite Kühlbox für Tunesien als Gefrierbox. Hier oben haben wir dann den Schlafbereich, der mit wenigen Handgriffen, ich kann das mal vorführen, aufgebaut wird. Jetzt klappt man die Matratze rum und man hat den Vorteil, früh mit ganz wenigen Handgriffen wird das wieder zurückgebaut. Und die Kabine sieht ordentlich aus. Die Matratze ist 1,40 x 2,10. Wir haben aber im Fußbereich dann nochmal ca. 30 cm x 50 cm auf jeder Seite. Nochmal so eine Einlassung, wo man im Sack die Unterwäsche legen kann oder was man möchte, was leicht ist, kann man dort vorne noch hinlegen. Und die Matratze ist dann zu Ende. Man hat immer noch an der Seite dann so 10 bis 15 cm Luft für Ellbogenfreiheit und so weiter. Wir haben jetzt hier vorne haben wir noch ein Waschbecken, also ein Spülbecken in zwei Flammen, Kochherd mit Gas. Dann haben wir hier Stauräume bis runter. Toilette ist vorbereitet hier in den Port-a-Potty. Wir haben auf vielen Reisen unser Port-a-Potty mitgenommen, haben es nie gebraucht und haben es jetzt bei den letzten drei Reisen eigentlich nie mehr mitgenommen. Unser Toilette ist dann hier dieser Spaten. Listenpreis liegt bei dieser Kabine bei 52.000. Es ist eine Vorführkabine, die auf verschiedenen Messen ausgestellt wurde. Ja, muss man halt handeln, muss man mit den Hersteller reden. Das Besondere oder das, was wir unbedingt, deswegen haben wir auch eine neue Kabine gekauft, was wir unbedingt haben wollten, einfach eine ordentliche Sitzfläche mit Tisch und ganz wichtig eine Heizung. Und wir haben hier eine Gas-Luftheizung drin. Wenn wir die anschalten, innerhalb von kurzer Zeit ist es mollig warm hier drin. Und auch nachts brauchen wir keine Heizung. Das ist überall mit, man sieht das hier, mit Filz ausgelegt. Der Filz nimmt die Feuchtigkeit, die der Körper in der Nacht ausscheidet, auf und gibt es am Tag ab. Und es ist wirklich angenehmes Klima hier drin. Wir haben zwei große Dachfenster. Ich muss mal gucken. Mit Gage einmal. Da kann man hier richtig aufmachen. Hier nochmal. Natürlich zum Schlafen kann man es zuziehen, dass es richtig abgedunkelt ist. Dann haben wir zwei Fenster an der Seite, die genauso mit Fliegengitter und Verdunklung versehen sind. Und wenn wir alles zuziehen, ist nach außen kein Licht zu sehen. So, machen wir so hier. Ich nehme das mal schnell weg. Unser Kraftwerk. Wenn man hier mal reinschaut, unsere große Batterie. Und die wird über Solar gespeist und auch über die Lichtmaschine. Und bis jetzt auf dieser Reise hat sich das hervorragend bewährt. Ja, unser Kühlschrank hier läuft auf 10 Grad minus im Schnitt. Hat immer funktioniert, auch ohne Strom, also ohne Fremdstrom, ohne 220 Volt. Und wir haben auch hier unsere Heizung drin, unsere Gasheizung. Und Stauraum haben wir hier bis ganz runter. Ich habe es noch nicht gemessen, aber ich sage mal, es ist fast einen guten Meter. Wenn wir uns mal rumdrehen, mal kurz. Wir haben also früher einen kleinen Kleiderschrank gehabt. Wir haben jetzt hier jeder einen relativ großen. Früher war unser Kleiderschrank halb so groß. Musste reichen. Jetzt haben wir doch hier relativ viel Stauraum. Wie viel wiegt die Kabine? Die Kabine wiegt leer, ohne Wasser, also ohne Wasser mit Batterie, ungefähr 350 Kilo. Und das ganze Fahrzeug? Wo landen? Das ganze Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht oder darf ein zusätzliches Gesamtgewicht haben von 3050. Und wir haben ein Leergewicht mit vollem Tank, mit ein bisschen Wasser von 2450. Wir haben eine ganz normale Schaltung, Fünfgang, Schaltgetriebe.
Das Auto ist etwas älter. Es hat noch einen richtigen Schalthebel für die Gelände, für die Allrad- und für die Geländeuntersetzung. Da schalte ich damit. Die neueren Autos haben ja alle nur einen Knopf, wo es dann elektrisch geht. Das ist in dem Fall hier nicht so. Wenn wir unser Allrad einlegen, können wir hundertprozentig sicher sein, er ist drin. Der Ford hat eine Besonderheit, die nicht unbedingt modern ist. Ich muss zum ersten Mal Allrad einschalten, muss ich anhalten. Dann leuchtet bei mir vorne eine Lampe auf. Der Allrad von Ford beim Ranger wird mit Unterdruck geschaltet. Und wenn ich da einmal eingeschaltet habe, wie vorgewählt habe, kann ich jederzeit wählen, Allrad raus, Allrad rein. Zum kompletten Allrad rausmachen habe ich hier eine RFW-Taste, die ich dann drücken muss. Dann wird der Unterdruck von dem Mitnehmer weggenommen und dann geht der Mitnehmer zurück und der fährt normal auf Heckantrieb. Und ansonsten, wie bei jedem anderen Auto auch, muss man die Untersetzung im Stand schalten. So, wir haben hier unseren zweiten Kühlschrank stehen, der früher der einzige Kühlschrank war. Wir haben jetzt hier einen ARB genommen, wo ich nicht ganz so zufrieden bin. Wir haben mittlerweile schon den zweiten, der auch seine Macken hat. Er braucht einfach zu viel Strom, Anlaufstrom. Und obwohl die Batterie voll ist, zeigt der immer an, geht nicht. Also er geht wirklich nur während der Fahrt. Wenn die Lichtmaschine Strom bringt, geht der Kühlschrank. Ich würde mir kein ARB mehr kaufen. So, Fazit von unserer neuen Kabine. Bis jetzt sind wir relativ gut zufrieden. Wie gesagt, ist die dritte Kabine, die wir hatten. Irgendwo muss man einen Kompromiss eingehen. Wir haben jetzt eine Höhe von 2,75 Meter ungefähr. Früher hatten wir eine Höhe von 2,45 Meter. Wir hatten aber dann das Problem, dass wir das Dach aufklappen mussten, hatten eine Zeltwand. Und wie ich eingangs schon sagte, wir reisen sehr oft im November, Dezember, wo es doch etwas kälter draußen ist. Und sind wir den Kompromiss eingegangen, doch eine Zoe-Kabine zu kaufen. Und uns war es wichtig, dass wir eine Kabine haben, wo wir uns mal reinsetzen können, wo wir eine Heizung haben und die aber immer noch voll geländefähig ist. Und ich denke, das haben wir auf der Tour bis jetzt bewiesen, dass diese Kabine auch geländefähig ist. Wir haben überall mitgehalten, konnten überall mit gut durchfahren. Ja, und man muss sich immer überlegen, wenn man eine Kabine kauft, was wollen wir machen, wenn ich jetzt nur im Sommer reisen, wäre ich bei meiner alten Explorer-Kabine geblieben. Die war auch top, aber keine Sitzmöglichkeit drin, keine Heizung drin. Das haben wir doch hier jetzt, wo wir es doch mal bei schlechtem Wetter drin aufhalten können. Man kann sich mal ein bisschen waschen drin. Ja, ansonsten sind wir, wie gesagt, recht zufrieden bis jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist ja, wie gesagt, die erste Reise bis jetzt.